bin sowohl als Staatsbürger als auch als Abgeordneter wirklich empört und beschämt darüber, dass es in Deutschland weiterhin möglich ist, Staatsbürger nicht zu befördern, nur aufgrund ihrer Herkunft. Das ist wirklich ein Skandal. Und ich möchte deswegen fragen, die Bundesregierung, der Verkehrsminister haben im März, ich habe das schon mehrfach gefragt, ein Ultimatum aufgestellt und haben gesagt, sie würden Landerechte entziehen. Wie ist da die Ressortabstimmung und warum wird nicht mit mehr Nachdruck hier gehandelt? Weil ich halte es für einen unhaltbaren Zustand, dass Bürger in Deutschland ausgerechnet nicht befördert werden, nur weil sie israelischer Herkunft sind oder jüdischen Glaubens.